Achtung! Dieses Video enthält viele blutige und gewalttätige Szenen sowie herumfliegende Körperteile oder teilweise nicht ganz angezogene Frauen und ist deswegen für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Danke! Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia Warrior Within mit Big Pauli zur großen Bonusfolge. Ja, in dieser Folge werde ich euch jetzt alle Zusatzfeatures zeigen und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den Videos an, die man im Hauptspiel nicht sehen konnte. Die könnt ihr alle ignorieren, die haben was mit dem alternativen Ende zu tun. Das zeige ich euch aber nicht. Stattdessen zeige ich euch die ganzen Videos, die es nicht in der Story gab. Sehr gute Videos, wie ich finde. Das ist übrigens der Song I Stand Alone von Godsmack. Sehr coole Bildmontage, finde ich. So cool. Den hat's erwischt. P-O-P-W-W-E. Ja, das war das erste Video, was in der Hauptstory nicht available ist. Jetzt schauen wir uns noch eins an. Die Gärtner haben einige unserer Leute getötet. Sowas von cool. Mehr kann ich dazu nicht sagen, als das ist einfach nur mega cool. Und das nächste Video.
Your fate has been written. Diese Videos sind übrigens leider immer auf Englisch, weil die in eine deutsche Version übersetzt wurden. Diese Videos sind immer so mega cool. Ich kann die gar nicht beschreiben, so cool sind die. You will die. POPVV. Und das letzte, das Freeform, das Freeform Fighting System beschreiben wird. Sorry, dass ich so lange nachdenken musste und mich wieder korrigieren musste. Da wird eine Textmessage in diesem Video auftauchen, die ich nicht vorlesen werde. Freeform Fighting System. The Revelation. Wenn ihr das lesen wollt, dann müsst ihr das Video pausieren. Das Video zeigt jetzt alle möglichen Kampftechniken des Spiels. Every action leads to a new opportunity. Dual Blade Combat. Autolus Project Weapons. Manipulate your enemies. The world is your weapon. Only by mastering deadly new combat arts can you awaken the warrior within and emerge with your life, the old man. POPVV. So, viel zu den Videos und jetzt gehen wir in die Artwork-Galerie. Da gehen wir erstmal zu den Charakteren und da werde ich jeden einzelnen Charakter einmal anklicken und benennen. Ich glaube, ich habe nämlich jeden einzelnen gekriegt, oder? Ja, jeden einzelnen. Dann werde ich das machen. Das ist die Sandkrähe. Das ist der Seemann. Das ist der Schatten. Das Haremsweib. Der Priester. Der Geist. Der Gärtner. Der Höllenhund. Der Sandgolem. Die Elitewache. Der königliche Wachhund. Der Schmiedenwächter oder der Folterknecht, ganz wie man es nimmt. Die Ninja-Frau.
Der Wächter des Skorpionschwerts. Der Wächter der Maske des Todes. Der alte Mann. Shade. Kailina. Der Sandgeist. Und der Dahaka. Die gehen übrigens in ihrer Macht vom Schwächsten bis zum Stärksten, die Charaktere, die hier aufgelistet sind. Der Dahaka ist der Stärkste, die Krähe ist der Schwächste. Habe ich bei den Umgebungen auch alles gefunden? Zwei haben mir gefehlt. Irgendwo haben mir noch zwei Stück gefehlt. Aber die werde ich mir jetzt nicht anschauen. Dafür sind das einfach zu viele. Wobei, doch, ich werde euch das einmal kurz anschauen lassen. Wenn ihr es euch genauer ansehen wollt, müsst ihr pausieren. Und natürlich gibt es auch noch die Illustrationen. Da werde ich jede einzelne mal kurz beschreiben. Das ist der Prinz mit sowohl dem Adlerschwert als auch dem Löwenschwert. Das ist Shade. Das ist ein Schiff, was an der Insel der Zeit anlegen will. Das ist der alte Mann. Das ist der Prinz, der gegen irgendwelche Leute kämpft. Das ist Kailina auf ihrem Thron. Das ist der Wächter des Skorpionschwerts. Das ist die Insel der Zeit. Das ist Shade. Noch einmal. Das ist Kailina. Das ist der Prinz bei irgendwas. Das ist der Sandgeist. Das ist Kailina noch einmal. Das ist der Dahaka. Eine Sekunde. F10. Das ist jetzt ein Screenshot von mir. Und dann haben wir nochmal den Prinzen. So viel zu der Artwork-Galerie. Und jetzt kommen wir zum überhaupt wichtigsten, der Waffengalerie. Jetzt werde ich erstmal die Texte von den Hauptwaffen vorlesen. Adlerschwert. Eine noble und mächtige Klinge, passend zu einem Prinzen, nutzt es in einer Dreier-Kombo-Attacke. Holzstock. Dieser stabile Holzstab ist eine schwache Ersatzwaffe. Mit ihm könnt ihr gerade noch Zweier-Kombos ausführen. Spinnenschwert. Dieses alte Schwert ist auf der Insel sehr verbreitet. Benutzt es mit einer Dreier-Kombo-Attacke. Schlangenschwert. Dieses besondere Schwert dient als Schlüssel und verleiht euch eine mächtigere Kombo. Löwenschwert. Mit diesem legendären Schwert könnt ihr Energie speichern. Benutzt es, um die Energie in zerstörerischen Attacken freizusetzen. Skorpionschwert. Dieses Schwert ist stärker als Mauern. Benutzt es dazu, versteckte Orte auf der Insel zu finden. So. Und natürlich darf das Wasserschwert auch nicht fehlen. Dieses Schwert ist recht unbekannt. Der Legende nach hat es mehr Macht, als man sich vorstellen kann. Und jetzt werde ich von jeder einzelnen Waffe, die ich gefunden habe, nur den Namen vorlesen. Wenn ihr die Waffe näher betrachten wollt, dann müsst ihr pausieren. Also, welche Schwerter habe ich denn gefunden? Bujasta. Sarich. Haoma, Spenta, Yasht, Vanant, Kerena, Kamros, Fravashis, Tathan, Asto, Agas, Shrosh, Rustam, Manju. Ja. Mare, Dena,
Und Asman. Das Asman sieht wirklich von allen Schwertern, die normal sind, am besten aus. Vielleicht zu der nächsten Waffengruppe. Den Äxten. Da habe ich das Ayriaman gefunden. Das Alatum. Natat. Apausa. Vahishta. Vidatu. Ahura. Drevaspa. Apam. Ereta. Mainju. Ahura. Baram. Und Spentas. Die unzerstörbare Axt. Und bei den Streitkolben, da habe ich einen einzigen nicht gefunden. Nein! Also, was habe ich bei den Streitkolben denn so? Den Peres, den Zend, Vata, Menok, Vaga, Jima und Itza. Bei den Dolchen, da habe ich auch einen nicht gefunden. Dann schauen wir uns nochmal an, was wir bei den Dolchen so gefunden haben. Den Kara, Indra, Armaitahi, den Yasata und den Vahishta. Und dann haben wir natürlich auch noch die Special Weapons alle gefunden. Den Teddy, den Handschuh, den Flamingo, den Hockeyschläger und natürlich das Schwert des Lichtes. Die einzige Waffe, bei der alle Werte voll sind. Und ich werde euch nun nochmal, weil ich nett bin, die gesamten Credits ohne meine Stimme anhören lassen. Sicherlich werdet ihr das schön finden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch und sage euch, wir werden uns nächstes Mal sehen beim ersten Part von Prince of Persia: The Two Thrones. Abonniert das Video, nein, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, aber like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr mich schon abonniert habt, klickt auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt kommt noch die Credits. Bis dann. Ciao.